Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2 im Multiplayer. Wir haben Donnerstag, den 31.12.2015. Was heißt das? Wir haben Silvestertag. Und deswegen gerade so mehr oder weniger zum Schluss die letzte Folge für dieses Jahr. Ich hoffe, man sieht sich im nächsten Jahr und viel Spaß. Das mein Let's Play und meinte er auch die Musik, das ist das größte Problem dort. Wer ist das denn schon wieder? Was? Nix, schon gut. Ich wollte mich mal auf dumm stellen. Ah, jetzt. Ei. Heute komme ich auch nicht mehr ganz mit. Das würde sogar zeitlich klappen. Ja, nee, nicht ganz. Was zeitlich kam, was wie? Ich bin gerade am Durchrechnen, Du kannst wieder welch. 80 fahren, ist ja schon klar. Ja, ich bin gerade am Beschleunigen. Welche Aufnahme oder welches Let's Play ich an welchem Tag dann raushaue? Weißt du, was ich meine? Ja. Kann ich dir auch immer bei den Thumbnails helfen? Das wird aber dann heftige Arbeit, das sag ich dir. Vor Produktion. Dann kriegst du immer so ein paar. Ungefähr 20 Stück. Wenn die fertig sind, dann mache ich dir weiter. Bah, ich guck gar nicht mehr links und rechts, weißt du das? Ich guck einfach nur noch einen prüfenden Blick auf das Navi, ob da jemand da kommt. Dann fahre ich raus. Wenn da nichts ist. Das ist ein Nachteil. Naja, positiv für mich, ich muss nicht mehr mal anhalten. Montags Minecraft, Dienstag ETS, Mittwoch Star Wars, Donnerstag ETS, Freitag Star Minecraft. Wars
und Samstag Minecraft. Bäh. Ich glaube, da würde ich eher dann Freitag Minecraft und Samstag Star Wars. Ja, ihr merkt schon, liebe Fans, ich bin am Rattern am Kopf, ob das so funktionieren könnte. Mit denen, dem. Das heißt schon, das sind richtige Vorboten. Könnt ihr euch auf jeden Fall aufs nächste Jahr freuen. Jester, du weißt, dass du hier 97 fahren darfst? Ja. Wundere mich nur, weil du gerade hinten abreißen lässt. Ja, bin nur so schnell wie er und dir dann. Minecraft. Wollt ihr wirklich das sehen? Star Wars. Seid ihr echt dafür? Musst du wissen, dein Kanal. Ich ja. Meine. Ich glaube, ich muss da noch mal was. Ich glaube, da mache ich noch mal so ein Sonderfrage-Dings. Sonderfrageteil. Wenn ich es wenn schon plane, habe ich es garantiert schon gemacht. Das heißt, ja. Habt ihr ja gesehen, wie das mit dem. Mit der ersten Folge ETS angeblich ohne. Intro, was dann doch ein Intro drin war, gesehen bei mir. Heavy. Ich habe ETS damals spontan aufgenommen, Testaufnahme. Da war ein Intro noch gar nicht in der Planung gewesen. Das Intro habe ich mir dann während der ganzen Aufnahme von den ersten beiden Folgen im Kopf zusammengesponnen. Oh. Jo. Da war ich jetzt wohl zu schnell. Hat dich etwa der Blitz erwischt? Naja. Und da gab's also noch sowas wie das Intro für ETS noch gar nicht. Aber habe ich natürlich dann vorher dann schon, also nachdem die Aufnahme war, hat sich dann das alles dann zusammengesponnen, zusammengearbeitet. Okay, der schickt mich einmal hier lang. Ja, der schickt. Der schickt dich in Rasthof, weil der Rasthof angeblich kürzer ist. Aber der ist nicht kürzer, weil du nämlich im Rasthof nämlich dann Geschwindigkeitsbegrenzungen dann hast. Was ja. Dann um den Rasthof herum hast, nicht. Nicht hast. Was ein Deutsch. 2 Stunden Aufnahme ist echt zu lang. Ich labe nur noch Blödsinn. Wolltest du überholt? Nein. Hast du überholt? Das Fahrzeug war auf der rechten Seite. Achso. Oder wollt ihr was anderes sehen? Das ist die Frage. Ja, wenn dann was. Ich glaube, ich mache das mit dem Frage an die Abonnenten oder an die Zuschauer. Na, ich glaube, das mache ich so. Ich spinne mir schon gerade so ein paar Szenen wieder zusammen. Schon krass. Man ist in der Aufnahme und man spinnt sich schon anderes Zeug zusammen. Ja.
Eigentlich habe ich so satt, in der Nacht zu fahren. Ja. Auf dem normalen Mod wäre es jetzt noch nicht Nacht, da wäre es jetzt gerade mal, dieser gerade mal anfängt zu dämmern. Hat jetzt gerade anfangen, dunkel zu werden. Beim Herbstmod, da wäre es jetzt schon tiefste Nacht. Stimmt, das ist mir auch aufgefallen, dass der Wintermod nicht gerade so passend aufeinander abgestimmt ist. Finde ich aber eigentlich vernünftig. Ich hoffe ja noch auf einen anderen Mod. Der wäre. Den Weihnachtsmod. Nachdem du schon vor 2 Folgen angesprochen hattest. Da war nämlich deutlich mehr Schnee und das Hotel und die Werkstätten waren geschmückt. Und da standen auch Tannenbäume, also Weihnachtsbäume auf den Kreiseln und so, also auf den Kreisverkehr. Ja. Das war letztes Jahr richtig schön. Daran erinnere ich mich auch noch. Wie viele Kilometer hast du noch? 54. Also wir sind eigentlich gleich da. Du hast einen kürzeren Weg als ich. Ich habe nämlich noch 75 Kilometer mehr. Okay. Dann fährst du keine 97 mehr. Nee, da war gerade eine 80er-Zone. Jetzt aber wieder 97. Ja, bin ich gerade wieder am Beschleunigen. Naja, dann gehen wir erst bei mir ab und dann bei dir und dann moderieren wir ab. Was hältst du denn davon? Ja. Aber warum zweimal abmoderieren? Wieso zweimal abmoderieren? Sagt es auch, erst moderieren wir bei dir ab, danach bei mir. Nein, wir geben bei So. mir ab, dann fahren Ach wir so, zu dir, geben. geben dort ab und moderieren dann ab. Okay, ja, dann können wir machen. Musst du hier runter? Ja, leider. Von hier aus habe ich noch 97 Kilometer. Ja, liebe Fans. Danke, dass ihr mir 2015 die Treue gehalten haben. Die 58 Abonnenten. Bitte. Sag ich da meinen Namen deiner Abonnenten. Welche auch einer bin.
Glasgow, erster Aufenthalt. Mach doch dein Rundumlicht aus. Nö. Nö. Das mache ich erst, wenn ich aufs Werk fahre oder aufs Gelände fahre. Welches ist denn dein Bärsch? Da vorne, TTC. Ich weiß nicht, war ich da schon mal drauf? Ich glaube ja. Wenn es gelb auf deinem Navi angezeigt wird, dann Nee, warst du ich schon drauf. meine allgemein ETC. Ja, doch, kommt mir bekannt vor. So, die Rückwärtsgang, den Rückwärtsgang. Die Rückwärtsgänge, muss ich ja bei mir sagen. So viel Länge wie die Gänge haben. Das war dann diese Fracht. 1,8% Schaden. Okay. Damit kann man leben zum Ende des Jahres. Gelle? Jo. Chester! Hä? Du fährst gerade auf der falschen Seite. Scheiße. Okay, geil. Dann würde ich ja eigentlich kein Ticket bekommen, wenn ich hier rumfahre. Eigentlich nicht, nein, aber lass es. Ja, nein, dann kriege ich noch in Flensburg, dank dir. Punkte. Ich meine für Palteil, für Palteil. Nee, was für Palteil, was weiß ich. Genau. Mein Chaotensinne, das ist. Chaotensinne. Egal, lasse ich das reden für heute. Warte, jetzt links, das bedeutet hier. Na, jetzt bin ich genau auf dem Standstreifen, das ist ja super. Naja, genau. Und es fängt wieder an zu schneien. Doch schön. Oder? Ja. Komm, beeil dich mal, liebe Ampel. Dachpendler.
und Agentur für Arbeit. Oder? Deswegen wolltest du hier oben lang. Oder 70 Kilometer. Ja, dann ist das eben so. Ja. Hab das Gefühl, so nah wie du mir bist, knutschst du mich gleich. Und da habe ich. Hab einen gesunden Abstand. Hab eben gerade W mit E verwechselt. Unschön. Hast du deinen Motor ausgemacht oder was? Ja, ja. Hast du das nicht gehört? Nö. Eieiei. Hast du nicht gesehen. Okay, merke, kein Glühwein, bevor man in den Truck steigt. Und noch keine Glühweinkerzen im Truck. Nee, die ist inzwischen aus, sie ist leer. Leider. Könnte auch sein, dass das meine Konzentration mindert. Konzentrat, ja. Konzentration. Ach nein, jetzt darfst du den Steinbruch runter, ja. Oh. Ja, hier links. Oh. Hab ich heute Glück, oder? Aber absolut. Oh, da steht jemand. Lass ihn stehen. Mal gucken, wie er steht. Aha. Auf der richtigen Seite, zumindest. Ja. Hast du Fernlicht an, ey? Nein! Oh, jetzt habe ich Fernlicht an! Nee, aus! Boah, meine Augen! Alter! Naja, immerhin kann ich meinen schönen Schmuck sehen. Schon mal ein Vorteil.
So, mal den Motor ausgeschaltet. Frag mich, muss ich hier links? Ich glaube ja. Ja. So, dann Motor wieder an. Ausgezeichnet. Jo. 33.167. Und Level aufgestiegen. Komm, fahr mal in die Hütte. Dann feiern wir Silvester. Was hältst du davon? Wenn ich die Hütte erstmal finde. Juhu! Bong. Angedockt. So, ja, wolltest du noch jemand grüßen? Ja, deine ganzen Zuschauer, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, wenn es morgen soweit ist. Und bis dahin wünsche ich euch alles Schöne und viel Spaß beim Einkaufen. Ja, genau. Ich wünsche euch auch ein frohes neues Jahr an die Spontanshow, an die Abonnenten, an Freunde, Verwandte, Fans, an meine Frau, an meine Katze und an Uwe. Und ich hoffe, ihr habt einen guten Rutsch. Und in dem Sinn verabschiede ich mich mit dem Feuerwerk, was ich gleich einblende. Heiland. Und wir ziehen jetzt runter. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Frohes Neues! Viel Spaß!